Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu der Vorführung des Films Toutes les Nuits im Rahmen unserer, das Filmkollektiv Frankfurt in Kooperation mit dem Kino im DFF, im Rahmen unserer Reihe Das lebendige Wort, die Filme von Eugene Green. Und ja, ich bin sehr froh, dass Sie so zahlreich erschienen sind, um diesen Film zu sehen auf 35 mm in einer, ja, wie auch die anderen analogen Filme, auch ja, eigens aus Frankreich geholt, und das ist durch uns ja immer wichtig, dass die Filme im Originalformat laufen. Und ja, ich bin sehr beglückt, dass wir am zweiten Abend, ja, den zweiten Abend haben in Anwesenheit des Filmemachers, und ich darf Sie bitten zu begrüßen, Eugene Green. Und ich bin auch sehr beglückt, und das hat sich wirklich sehr kurzfristig ergeben, und das macht diese, ja, diese Situation umso schöner und besonderer. Es hat sich sehr kurzfristig ergeben, dass Christelle Pro, herzlich willkommen, Christelle Pro. Sehr kurzfristig ergeben, dass, ja, dass wir die Möglichkeit hatten, Christelle Pro auch nach Frankfurt einzuladen. Für diejenigen von Ihnen, die schon einige Filme aus der Reihe gesehen haben, ist eine wiederkehrende und ja, sehr wichtige Präsenz in dem Kino von Eugene Green und in einigen Filmen, die noch kommen werden. La Sapienza zum Beispiel ist ja auch eine unfassbar ja, unvergessliche Rolle von Christelle Pro, und so sind wir sehr froh, dass Sie heute Abend hier sind, also Eugene Green und Christelle Pro. Wir zeigen jetzt den Film, und nach dem Film wird es ein Filmgespräch geben, und moderiert wird es von Birgit Kohler, Kinoleiterin des Arsenal Institut für Film- und Videokunst. Und wenn Sie mir noch eine letzte persönliche Bemerkung erlauben, ich bin sehr beglückt, dass es endlich geschafft haben, Birgit einzuladen. Das ist eine, verdanke persönlich Birgit sehr viel, und also die Tatsache, dass ich auch in Berlin wohne, und kurz gesagt, ich bin ja, sehr glücklich, dass wir endlich die Einladung an dich zurückgeben können. Ich freue mich sehr auf deine Moderation und auf das Gespräch nach dem Film. Bonne Projection. Und bitte begrüßen Sie noch mal ganz herzlich Eugene Green und Christelle Pro. Ja, wir werden es so machen, dass ich Deutsch spreche und Gary wird übersetzen, aber wie wir gestern gemerkt haben, versteht Eugene Green auch sehr gut Deutsch. Ja, man muss es sich, glaube ich, nochmal klar machen, dass das der Debütfilm von Eugene Green war, der 2001 ins Kino kam. Und als er ins Kino kam, war er ein Film wie von einem anderen Stern. Er konnte sozusagen nicht richtig eingeordnet werden, weil er nichts ähnelte, was man vorher schon gesehen hatte. Und wenn wir ihn aber heute schauen und so wie Gary ihn programmiert hat, nachdem Sie auch schon einige andere Filme von Eugene Green gesehen haben, dann liegt natürlich so eine Perspektive nahe auf einen Debütfilm, dass man schaut, was ist dort schon angelegt von dem, was wir jetzt später gesehen haben. Und ich finde, es ist schon einiges angelegt von dieser unverwechselbaren Handschrift, die Eugenes Filme auszeichnet. Also es gibt die direkten Blicke in die Kamera beim Sprechen. Es gibt die Kerzen, es gibt das Theologische, es gibt die Bedeutung des Wortes und der Sprache. Und vielleicht steigen wir damit ein, weil wir darüber gestern noch nicht gesprochen haben, es gibt diesen Fokus auf die Füße, die Schuhe, die Schritte. Und Eugene, vielleicht könnten Sie uns zu diesem
ja, zu dieser unverwechselbaren Eigenart, die sich durch die Filme zieht und die auch hier schon sehr prominent figuriert, etwas sagen. Disons, ça fait partie de, d'un principe général qui est la synecdoque, c'est-à-dire, c'était une figure de rhétorique de montrer la partie pour le tout, parce que quand je fais ça, c'est parce que j'ai l'impression qu'en isolant une partie du corps, bah souvent ce sont effectivement les pieds, mais ça peut être aussi les mains, c'est plus éloquent, ça montre plus l'intériorité du personnage que de montrer le personnage en entier. Ja, also das, diese Eigenart, also dieser besondere Zug ist ja etwas, was, also es ist Teil eines allgemeinen Vorgehens, es ist etwas wie eine Synekdoke, also eine rhetorische Figur, die darin besteht, dass man einen Teil zeigt, um das Ganze zu zeigen. Und ich habe das Gefühl, dass indem ich diesen besonderen Teil des Körpers isoliere, also es kann auch, können die Füße sein, es kann auch eine Hand sein, dass ich dadurch mehr zeige, dass es dadurch sozusagen emotionaler wird, dass man dadurch mehr vom Inneren zeigt, als wenn man den ganzen Körper sehen würde. Ja, wenn ich nochmal anschließen darf, es ist auch tatsächlich erstaunlich, was sich darüber erzählen lässt, über die Art der Schuhe und des Gangs und auch darüber, dass man häufig erst eine ganze Zeit lang die Füße und die Schuhe sieht und die Stimmen aus dem Off hört. Also es gibt da auch so eine Fragmentierung. Ja. Der andere Punkt, den Eugène auch heute Nachmittag in der Lesung schon sehr stark gemacht hatte, war, dass das Wort entscheidend ist für sein Kino. Und gerade im Abspann konnten wir lesen, dass sich der Autor bedankt beim Team für den Respekt, den es der französischen Sprache entgegengebracht hat. Vielleicht erst Eugène und dann Christelle, weil das Wort wird zu uns gebracht über die Darsteller und Darstellerinnen. Und vielleicht könnten beide berichten, wie daran gearbeitet wurde, dass das Wort so zelebriert wird, sozusagen. Ja. Tu veux commencer? Oui. Comment travaille la parole? Mm-hmm. Oui. Musicalement, les répétitions avec Eugène, on fait des lectures, enfin une ou deux lectures, et Eugène ne nous dirige jamais psychologiquement, mais musicalement. Donc on dit le texte un peu platement au départ, pour bien apprendre à ne pas prendre des tics de jeu ou des intonations psychologiques. Et ensuite, on se met dans la situation. Et, ah oui, alors il y a... C'est trop long ou... Non. Il y a une contrainte particulière. Alors je ne sais pas si les personnes qui ne parlent pas français l'entendent. Ce sont les liaisons. Bon, très, très spécifique à notre langue, et on fait les liaisons dans le texte, enfin dans les films de Gênes, ce qu'on ne fait pas dans la vie courante, où certaines, enfin elles sont rares maintenant, et pour Eugène, ne pas faire les liaisons, c'est une façon de couper l'énergie de la langue,
Donc on a cette astreinte. Et ça n'était pas toujours facile d'accepter cette contrainte parce que c'est tout à fait antinaturel. Voilà. Mais en réalité, ça permet de, comment dire, s'appuyer sur une forme qui permet de rentrer d'une façon plus profonde dans les émotions. Voilà. Pas de façon truquée. Also die Art, wie wir dann da herangehen, ist musikalisch. Also bei den ersten Proben, bei den ersten Lesungen des Textes wird nie psychologisch vorgegangen, sondern musikalisch. Also wenn mit Eugène man Proben macht, dann wird zunächst der Text ganz normal gesprochen und auf keinen Fall also von jedem Pathos befreit. Und dann versetzt man sich in die Situation hinein später. Und was eine besondere Herausforderung oder Hürde auch ist, in dieser Zusammenarbeit, ist, dass es beim Sprechen der Dialoge man die Liaison, also sozusagen die Verbindung zwischen den Worten macht, die etwas Spezifisches, also der französischen Sprache Spezifisches oder ganz Eigenes in diesen anderen Sprachen nicht gibt. Das ist etwas, was man aber auch im Französischen nicht im alltäglichen Leben macht. Wenn man normal spricht, dann, oder zumindest ist es selten heutzutage, dass man es macht. Aber für Eugène ist es so, wenn man diese Liaison nicht verwendet in den Dialogen, dann beschneidet man die Energie, die der Text, die Dialoge haben könnten. Und diese Liaison aber zu machen, ist keine einfache Sache. Es ist sozusagen antinatürlich oder gegen die Natürlichkeit. Aber es erlaubt den Darstellern, sich darin anzulehnen und so den Text kraftvoller und emotionaler zu machen. Und dadurch wird es etwas, was kein Trick ist, sondern gerade eine Stärke. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass, Christelle hat schon gesagt, es ist nicht psychologisch, es ist, es wird vorgetragen, es wird rezitiert, es wird deklamiert teilweise auch, mit dem direkten Blick in die Kamera. Also wir als ZuschauerInnen werden direkt auch angeschaut. Wird das häufig geprobt? Also es ist ja sozusagen durchaus eine große Aufgabe auch. Wird das häufig geprobt? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Ou les deux, aussi. Oui, c'est-à-dire que ce que je recherche avant tout, quel que soit le sujet que je filme, que ce soit un être vivant, un être humain, ou un objet, mais toujours un objet en rapport avec la vie humaine. Ce que je cherche toujours à capter, c'est ce qu'on ne voit pas dans la vie quotidienne, une énergie qui est cachée dans tout élément du monde et qui est d'ordre spirituel. Et donc, toutes ces particularités de mon langage sont destinées à permettre de faire ressortir cette énergie cachée et de la faire capter par la caméra et par le micro. Et donc, bon, l'élément le plus important, quand même, dans mes fictions, ce sont des êtres humains. Et donc, ça repose sur les acteurs, en fait. Et ce que je veux, donc, ce que disait Christelle, c'est que je ne veux pas une interprétation psychologique, parce que c'est quelque chose de très faux, en fait. C'est une construction cérébrale, intellectuelle, qui reste toujours extérieure, que ce soit au niveau des mouvements corporels, des expressions du visage, et surtout la façon de dire la parole, parce que le jeu psychologique, on s'y est habitué, et donc dans le contexte d'un film, on l'accepte comme
naturel, mais ce ne l'est pas. La façon dont, en tout cas la plupart du temps, les acteurs parlent, c'est avec des intonations qu'on n'utilise jamais dans la vie réelle. Et donc, je leur dis toujours... Donc ce n'est pas de la déclamation, comme on fait au théâtre, qui est une accentuation une emphatique de la musique, mais c'est une façon spécifique pour moi au cinéma de rendre la musique, d'intérioriser la musique de la parole. Et donc, je leur dis comme indication de parler comme s'ils parlaient à eux-mêmes, parce que quand on parle à soi-même, les paroles sont là, mais on ne fait aucun effet de rhétorique. Parce que dès qu'on parle pour même une personne, on commence à faire de la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de convaincre. Et si on parle à quelqu'un, c'est dans le but de le faire croire ou faire accepter ce qu'on est en train de dire. Et donc, on utilise naturellement des techniques qui viennent de l'intellect. Et moi, je veux couper l'intellect pour qu'il y ait le flux ininterrompu de l'intériorité. Bon, je te laisse traduire. Also was ich vor allem suche in meinem Kino ist, ob es menschliche Wesen betrifft oder Objekte. Was ich vor allem suche, ist eine gewisse versteckte Energie, eine gewisse Spiritualität, die es gibt und die ich durch die Kamera einzufangen versuche und was und dennoch ist aber sozusagen das wichtigste Element in meinen Filmen natürlich das menschliche Wesen und dieses menschliche Wesen wird dann durch die Schauspieler übertragen und was mir wichtig ist, dass das Spiel nicht psychologisch ist. Denn das Psychologische empfinde ich als falsch, als etwas intellektuell, also sozusagen als etwas Intellektuelles, als etwas aus dem Intellekt stammendes und etwas, was sozusagen was von außen kommt und während Betonung zum Beispiel, das Besondere daran ist, dass man es auf eine Art spricht, oder ich bitte die Schauspieler darum, dass sie auf eine Art sprechen, dass sie sich vorstellen, dass sie so sprechen, als würden sie mit sich selbst sprechen. Denn wenn Menschen mit sich selbst sprechen, dann sprechen sie natürlich. Und sobald man mit jemandem spricht, spricht man immer mit dem Ziel, jemanden zu überzeugen oder jemandem etwas glauben zu machen. Und was mein Ziel ist, ist es, das Intellektuelle im Sprechen abzuschneiden, damit man auf das Essentielle, auf das Natürliche wieder zurückkommt. Pour les regards caméra, l'intention de Jeanne, c'est de placer le public entre les protagonistes, pas avoir un regard extérieur, mais donc vraiment entre les personnages. Et les regards caméra en fin de scène, nous avais donné la référence, je pense peut-être déjà au théâtre, quand on était allé voir des tableaux du 17e. Moi, ça me fait vraiment penser à, à certains regards qui regardent le public dans les tableaux du 17e, et c'est une ouverture sur la conscience de chaque personnage. Oui, sauf que au théâtre, c'est oui, c'est-à-dire que parce que bon, au théâtre, ça peut être un monologue, mais quand c'est avec un autre personnage dans le théâtre baroque, effectivement, le spectateur est mis entre les deux, mais c'est fait d'une manière théâtrale, c'est-à-dire que les deux sont face au public, oui. Tandis que dans la fiction cinématographique, les personnages sont censés être face à face et le spectateur est entre les deux et reçoit pleinement le regard de celui qui parle ou qui écoute, mais en général, je le monte avec le personnage qui parle. Und was den Blick in die Kamera betrifft,
Castel-Pro sagt, dass das Ziel Gens ist, dass der Zuschauer, die Zuschauerin zwischen die Protagonisten gestellt wird. Und was den Blick in die Kamera anbetrifft, der oft am Ende einer Szene erfolgt, und in der Hinsicht gibt es einen gewissen sozusagen Bezug zum Theater oder zu einem Theater des 18. Jahrhunderts. Und Jean Guin ergänzt, dass es im Theater gibt es natürlich eine Form des Monologs, im barocken Theater gibt es auch diese Form, dass die Betrachterin sozusagen zwischen den Protagonisten ist, aber es ist auf eine theatrale Art gelöst, nämlich dass dann die DarstellerInnen sich sozusagen gleichermaßen an das Publikum richten, also ins Publikum schauen, aber die Möglichkeit des Kinos besteht darin, dass sozusagen der Blick eben dann direkt ist und dass man das Publikum hineinversetzen kann auf eine andere Art, auf eine ganz bestimmte kinematografische Art. Lassen Sie mich vielleicht noch eine Frage stellen, bevor wir dann alle gemeinsam sprechen. Und zwar, der Film ist ja, Eugène, man kann sagen, es ist ein Film über Freundschaft, über Liebe. Es ist aber gewissermaßen jedenfalls auch ein Film, der sich mit dem Mai 68 beschäftigt. Es geht los im Sommer 1968 und dann in verschiedenen Etappen, die auch in verschiedenen zeitlichen Etappen 12 Jahre lang, die auch sich über verschiedene Städte verteilen, Aix, Paris, London, New York. Und ich würde mich dafür interessieren, wie es kam, dass Sie 30 Jahre nach dem Mai 68, also Ende der 90er Jahre, als der Film gedreht wurde, was der Impuls war, sich mit dieser Zeit noch einmal zu beschäftigen. C'est une époque que j'ai connue. Enfin, mai 68 lui-même, je n'étais pas encore à Paris. Je suis arrivé en Europe en juin 68. Disons que j'étais très au courant de ça, de ce qui se passait. Et puis, toute la suite, j'ai vécu. Et par exemple, moi je ne cherche jamais à raconter ma propre vie, mais juste un détail, un élément, le fait que quand les manifestants, ça c'est après mai 68, les manifestants courent et Jules considère qu'il ne fait pas partie de la manifestation et qu'il n'a rien fait de mal, donc il ne court pas et il reçoit un coup de matraque sur la tête. Bon, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé exactement comme ça. Mais ça c'est beaucoup plus tard, c'était au début des années 80 en fait. Mais voilà, je l'ai situé à cette époque. Mais oui, pour répondre à la question, il me semblait que, voilà, moi j'ai vécu ça à la fois, je croyais à une certaine espérance qui était portée par ce mouvement, mais moi j'y croyais d'une manière spirituelle. Et les gens les plus dogmatiques, comme les jeunes filles qui agressent Jules parce qu'il a dit que les deux révolutionnaires avec les drapeaux, que c'était beau, les gens comme ça, j'ai vu par leur évolution que dans la plupart des cas, comme c'était des bourgeois, de jeunes bourgeois, ils ont repris leur rôle social et qu'ils sont devenus des bourgeois moins jeunes. Et donc c'était un commentaire aussi sur les dictatures d'idéologie qui se substituent en fait dans le monde désacralisé à la religion.
Et là, j'ai fait ça, j'ai écrit ce scénario au début des années 90, mais en le regardant aujourd'hui, je me suis dit que ça a une certaine application aussi à nos jours, parce que les idéologies sont un peu changées, pas complètement, et il n'y a plus tellement les références marxistes, mais par exemple, les excès du mouvement féministe, je ne suis pas contre le féminisme, mais les excès du mouvement féministe dans les années 70 se reprennent maintenant sous une forme encore plus exacerbée. Et là, c'est... quand le film est sorti, les gens riaient de ça, et parce que c'était passé. Et maintenant, je me demande s'il y avait des gens qui riaient, heureusement, mais je me demande si certaines personnes se sentiraient aujourd'hui autorisées à rire de la satire sur les féministes, puisque aujourd'hui, on n'a plus le droit de rire de ça. Ja, also zum Mai 68 ist diese Zeit, ist eine Zeit, die ich selbst erlebt habe, wobei ich allerdings in Europa angekommen bin im Juni 1968, also kurz nach Mai 68, aber ich war auf dem Laufenden, was davor geschehen ist, und ich habe auch dann das ganze Nachspiel oder das ganze, was dann nach Mai 68 gefolgt ist, erlebt. Und obwohl ich nie danach bestrebt bin, im Kino mein eigenes Leben zu erzählen oder aus meinem eigenen Leben zu erzählen, aber diese Szene, in der man die fortlaufenden Demonstranten sieht und Jules, der das Empfinden hat, dass er nicht dazugehört und deshalb nicht weglaufen muss, trotzdem von der Polizei geschlagen wird, das ist zum Beispiel etwas, was ich selbst erlebt habe, allerdings in den 80er Jahren, also später, aber es ist mir selbst passiert. Und das habe ich in dem Fall dann auf... den Film übertragen in einer Zeit, dann die näher an 68 war, als es in meinem Fall war. Und was mir aber sozusagen wichtig war oder was ich damals erlebt habe und was ich wiedergeben wollte, ist die Tatsache, dass ich in dieser Zeit, also kurz nach Mai 68, daran glaubte, dass es eine gewisse Hoffnung gibt, dass es etwas gibt, was, was sozusagen die Welt oder das Leben spiritueller machen oder vergeistigter machen würde. Und was dann aber viel mehr geschah, ist, dass es der Dogmatismus zugenommen hat und in der Szene, in der man die zwei junge Revolutionäre, Revolutionärinnen sieht, die sozusagen dann kritisieren, dass man etwas als schön empfinden kann, dass und das sind aber... Was ich darstellen wollte, ist, dass es junge Bourgeois sind, wie würde man sagen, junge Bourgeois sind, die sozusagen ihre ihnen vorgegebene, eigentlich vorgegebene soziale Rolle wieder aufnehmen und dann irgendwann weniger junge Bourgeois bekommen. Und was auch erzählt werden, was ich auch erzählen wollte, ist von einer Diktatur der Ideologie, die aufkam und die in der moderneren Welt an die Stelle der Religion getreten ist, diese Ideologie. Und das Drehbuch habe ich Anfang der 90er Jahre geschrieben. Und es war eine andere Zeit, aber wenn man die heutige Zeit vergleicht, dann sieht man, dass auf eine andere Art auch dieser Kampf der Ideologien wieder aufgenommen wird. Und es ist heute nicht mehr so marxistisch, wie es damals war. Aber zum Beispiel in dieser Szene mit den Feministinnen in den 70er Jahren, ich habe überhaupt nichts gegen Feminismus, aber was dargestellt werden sollte, ist eine gewisse Übertriebenheit, eine gewisse Überspanntheit in diesem Diskurs und in diesen Szenen, in denen man diese feministische Gruppe sieht, wurde seinerzeit, also als der Film damals rauskam, wurde über diese Szene gelacht und heute wurde auch über diese Szene bei der Vorführung gelacht. Und was aber ich feststelle, ist, dass wir in einem Moment angekommen sind, in dem man über solche Szenen zum Beispiel gar nicht mehr lachen dürfte. Das, was sozusagen dann in dem Sinne dann die Ideologie manifestiert. Also Anmerkung am Rande, ich habe nicht gelacht.
Ich finde das schon ein relativ starkes Ressentiment. Und habe mich schon auch gefragt, sozusagen, wo der, sozusagen, weil das ist ja ein Aspekt, der stark, das ist ja Spott, ne? Das ist ja Satire, satirischer Spott. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das vielleicht auch unter anderem auch was mit der Sprache zu tun hat. Weil gerade in diesen Szenen wird von der Autresse gesprochen und man sieht dieses Schild vor dem Buchladen und nicht vor dem Buch, da steht Salon de Thé, ja, also sozusagen die weiblichen Formen, die allerdings dann in den späteren Filmen von Eugène auch immer wieder vorkommen tatsächlich. Ne? Dans les prochains films, tu aussi joues avec ce côté des formes féminines. Parfois. Dans le générique, par exemple. Oui, c'est-à-dire, personnellement, j'ai toujours été pour l'utilisation des formes féminines quand il s'agit de femmes. Pour moi, je vois aussi que ça a une importance sociale. Et sociologique, mais pour moi ça parle du ADN de la langue, puisque la langue française comporte le masculin et le féminin. Et en plus, comme on n'a pas, comme en allemand, un neutre, depuis mille ans, quand ce n'est pas spécifié, on utilise le masculin comme forme inclusive pour le masculin et féminin. Et donc, par exemple, là, j'avais oublié qu'elle utilise le mot autrice. Là, c'était donc il y a 25-30 ans quand j'ai écrit le scénario, parce que le mot autrice existe depuis le Moyen-Âge et ça se trouve dans des textes littéraires. Et à l'époque, personne ne voulait dire une autrice. Et donc, les féministes ont inventé, enfin les féministes ou d'autres, ou des hommes, je ne sais pas, mais on écrit auteure, mais aucun mot français dérivé d'un mot, enfin aucun substantif français dérivé d'un substantif latin en OR ne fasse son féminin en E. Muet. En plus, c'est muet, on ne l'entend pas. Tandis que le mot autrice correspond à la norme, comme on dit, je ne sais plus, je ne trouve pas d'exemple, mais c'est la forme tout à fait normale. Et en plus, elle existe dans la langue. Et donc, dans le nom du feu, il y a le mot Christelle Joux, elle dit qu'elle est médecine, donc une femme médecin. Et les gens sont horrifiés par ce terme, mais ils disent parce qu'on dit la médecine, donc on ne peut pas dire une médecine pour une doctoresse, mais on dit bien un avocat. Et quand on dit que je suis allé voir un avocat, on n'imagine pas qu'il est allé voir un légume. Pourtant, c'est le même mot, un avocat voilà, qui fait du droit, et le légume ou fruit, je ne sais pas, vert. Voilà. Donc, ces formes féminines qui sont justifiées par la langue, j'ai toujours été pour. Par contre, il y avait, sauf qu'à l'époque, les féministes avaient quand même... Certains avaient un peu plus d'humour qu'aujourd'hui, et ces formes féminines comme salon de TE, c'est-à-dire de féminiser tous les mots, et je pense qu'il y avait des gens qui faisaient ça, mais je pense qu'il y avait un élément de un peu bon enfant, enfin c'était censé être à moitié drôle. Par contre, aussi, le slogan que chantent les féministes, il faut les leur couper à tous, je ne l'ai pas inventé. Moi, je l'ai entendu dans les années 70. Donc, voilà, c'est satirique, mais j'utilise la réalité comme base de la satire. Also ich persönlich war immer dafür, die weiblichen Formen zu benutzen, und diese Bedeutung rührt auch daher, dass sozusagen das auch der DNA
der Sprache entspricht, denn es gibt im Französischen die männliche und die weibliche Form. Im Gegensatz zum Deutschen gibt es kein Neutrum im Französischen, sodass wenn man, wenn es ein Wort gibt, bei dem sozusagen im Zweifel wird dann das die männliche Form, also die, das männliches, ja, männlicher Stamm genommen. Zum Beispiel das Wort Autrice, das ist natürlich etwas schwer zu übersetzen, aber es ist, also das Wort Autrice heißt weibliche Autorin. Diese Form des Wortes Autrice für eine weibliche Autorin existiert schon seit dem Mittelalter. Damals wollte aber niemand dieses Wort Autrice verwenden. Wobei es aber eine eigentlich normale Form ist, die eben schon so lange existiert. In einem anderen Film, im Le Nom de Feu, gibt es das Spiel mit dem Wort Medizin, also Ärztin, Médecin, Medizin, was eben eine weibliche Form ist, die aber wiederum niemand auch verwendet, sondern man nimmt normalerweise die männliche Form, wenn man von einem Besuch bei einer weiblichen Ärztin spricht. Oder dann zum Beispiel das Wort Avocat, was genauso klingt wie die Avocado im Französischen, also sozusagen das auch da Und Anwalt bedeutet. Und Anwalt bedeutet, genau, und Anwalt bedeutet. Insofern finde ich die weiblichen Formen von Worten absolut gerechtfertigt. Und wenn ich aber es in diesen Szenen mit den Feministen zeige, die dann zum Beispiel aus dem Teesalon einen Salon, ne, also einen weiblichen Salon machen, die sozusagen alle Worte feminisieren wollen, dann oder zum Beispiel dieser Slogan, den sie machen, man muss ihnen alles abschneiden, das ist etwas, was ich nicht erfunden habe, was ich in den 70er Jahren tatsächlich gesehen oder gelesen habe. Insofern ist es auf eine Art durchaus satirisch, wie ich das darstelle, aber ich nehme für diese Satire etwas, was ich tatsächlich im wirklichen Leben auch so vorgefunden oder was mir aufgefallen ist. Gibt es denn Fragen oder Anmerkungen von Ihrer Seite? Beiträge? Ja. Voilà. Ich glaube, wir müssen ganz kurz in das Mikro bringen, sonst hören wir sie nicht. C'est une question par rapport au sujet du film. Ja, hallo, ich habe eine inhaltliche Frage. Ich habe gar nicht verstanden, warum die Protagonistin ihre Tochter dann zu ihrem Ex-Mann gibt. Votre caractère donne votre fille à son ex-mari. C'est toujours, c'est oui. ça choque toujours, enfin souvent, oui, la question revient. J'imagine, parce que Jeanne ne m'a jamais dit pourquoi, j'imagine qu'elle considère que son mari est un très bon enseignant et qu'il peut être la meilleure personne pour... donner une éducation, à sa fille, enfin, un enseignement de qualité. Et on m'a même demandé si personnellement je n'étais pas choquée que mon personnage abandonne son enfant. Et alors peut-être que c'est du déni, mais je n'ai jamais considéré qu'elle l'avait abandonné. Non. Juste confiée pour ses études. C'est ce qu'elle dit. Oui, c'est ce qu'elle dit. Oui, elle l'a dit, j'ai confié... Tout à fait. Ma fille, elle parle de sa fille que j'ai confiée à mon mari pour son éducation. Voilà. Mais mon sous-texte, c'était qu'elle rentrerait pour les vacances. Oui, bien sûr. Mais c'est pas écrit, ça. Mais c'est-à-dire que c'était un pensionnat comme ça existe, comme c'était très courant autrefois. Oui. Et que, bon, c'est un peu en dehors du temps, c'est pas très... Mais disons, dans les années 60 et 70, encore à Paris, il y avait pas mal d'établissements avec un internat. Et donc, c'est simplement un internat, c'est tout. Elle revient pour toutes les vacances chez sa mère.
comme Émilie habite dans une campagne très isolée, il se peut même qu'il n'y ait pas d'école ou que les écoles soient très loin. Et donc, c'est une solution parce qu'effectivement, elle pense que son mari est un très bon pédagogue. Ja, also die Frage wird sehr oft gestellt und ist aber eine berechtigte, gute Frage. Aber Jeanne hat mir nie gesagt, warum das geschieht. Aber so das, was ich mir vorstelle, ist, dass, dass der Ehemann meiner Figur ein guter Lehrer, ein guter Erzieher ist und deshalb der Tochter eine gute Erziehung zukommen lassen kann. Und ich werde oft gefragt, ob ich persönlich geschockt sei von dem, dass meine Figur das macht, ihre Tochter sozusagen weggibt. Aber ich habe es nie so verstanden, dass sie weggibt oder im Stich lässt, sondern dass sie gewissermaßen wie einen Internat zur Erziehung übergibt und dass meine Figur denkt, dass der Ex-Mann eine gute Erziehung zukommen lassen kann. Und tatsächlich ist es auch so, dass an einer Stelle im Film die Figur sagt, ich habe meine Tochter meinem Ex-Mann anvertraut zur Erziehung. Und Jean Green ergänzt dann, dass es wie so eine Art Pensionat ist oder Internat ist und was aber sozusagen seinerzeit auch relativ geläufig war. Also in den 60er, 70er Jahren gab es in Paris zum Beispiel viele Internate, in denen Kinder oder junge Jugendliche erzogen worden sind und die Eltern haben aber die Kinder dann für die Ferien abgeholt und haben dann die Ferien mit den Kindern verbracht. Und was auch eine Möglichkeit ist, warum diese Entscheidung die Figur fällt, ist, dass sie wohnt ja auf dem Land und vielleicht ist es ein sehr entlegenes Stück Land, wo es vielleicht keine Schule gibt und wo es dann schwieriger wäre, eine Erziehung zukommen zu lassen. Aber vor allem ist es eher der Gedanke, dass der Ex-Mann eine gute Erziehung ihr geben kann. Ich würde gerne auf das andere große Motiv in dem Film zu sprechen kommen, wo es um das Thema mit den Türen geht und den Fenstern. Und es gibt ja kaum einen Film, glaube ich, den ich bisher gesehen habe, in dem so viel an Türen geklopft wird und Türen aufgemacht werden oder gar nicht verschlossen sind. Und es gibt ja dieses Element, das scheint ja auch so ein inhaltlicher oder ein bildlicher Bogen zu sein. Und ich wollte nur wissen, ob ich das auch so interpretieren könnte, als Sie bei dieser La Sauvage vor der Hütte stehen, sehen Sie dieses gelbe Fenster und Sie trauen sich ja nicht so rein und es missglückt, dort in diese Wohnung reinzukommen. Und ganz am Schluss, wenn er dann in dieser letzten Einstellung einer der beiden Jungen dann so weggeht aus diesem Haus, sieht man nochmal so ein gelbes Fenster dort oben leuchten, als wäre er jetzt da drin gewesen und würde da so rausgehen. Also als hätte sich da so eine Art Bogen geschlossen, als wären sie dann doch letztlich durch diese ganzen Beziehungen dort reingekommen in diese Hütte, wo sie am Anfang nicht reingekommen wären. Könnte man das so sehen? Oder und auch, wie kam auch dieses Motiv, dass auch diese Türen oft ja bewusst nicht verschlossen sind, obwohl man diese Riegel dort sieht und all diese Dinge auch gerade auch sehr erotisch aufgeladen. Vielleicht kann er dazu ein bisschen was erzählen. Ils sont parfois laissés un petit peu ouvertes. Et si, donc ça c'est une question. Et la deuxième question, c'est plutôt si on peut, disons, faire un lien entre la cabane de la sauvage, le fenêtre qui les deux voient et la fenêtre qu'on voit dans la toute fin du film, qu'il voit la fin du film. Oui, c'est quelque chose qui m'est venu naturellement, effectivement, des portes qui sont donc, parce qu'une porte peut être ouverte ou fermée, c'est une évidence, mais c'est très symbolique parce que c'est soit une impossibilité, quelque chose, voilà, de, ou bien une possibilité, une espérance, et que,
les trois personnages principaux, en fait, pensent au début que tout est possible. D'ailleurs, c'était un peu une pensée de mai 68, enfin, de la jeunesse en général, de cette génération, donc de ma génération, et que progressivement, on a vu les portes fermées, mais moi, j'ai tendance à toujours voir des portes au moins entrouvertes, donc qui laissent, voilà, qui laissent de l'espérance. Et les fenêtres aussi. Et évidemment, oui, vous avez bien remarqué qu'il y a une... comment dire, au début, pour la sauvage représentait la possibilité de la sexualité, et donc c'était la grande aventure. Bon, et finalement, la porte de la sauvage s'est refermée après quelques coups de fusil, et il ne restait comme signe d'espérance que la lumière dans sa fenêtre. Et à la fin, c'est un peu la même chose. Jules referme la porte, mais il reste la lumière de la fenêtre. Et ces deux, disons, ces deux occurrences de cette symbolique au début et à la fin sont liées par une série d'autres portes et d'autres fenêtres. Il y a la fenêtre de Jules quand il écrit sa pièce. Il ferme les volets, mais on voit la lumière. Il y a la fenêtre quand Jules et Henri ont compris que quand Henri vient pour proposer d'aller à Rome, que c'est la dernière possibilité pour eux de vivre vraiment leur amitié d'enfance et d'adolescence. Et donc, il y a cette nuit où ils dorment d'une manière un peu comique dans le même lit. Mais c'est quelque chose, voilà, ils s'endorment avec un certain espoir, et c'est représenté par la bougie qui brûle dans leur fenêtre. Et aussi le fait que Jules, il dort avec la porte ouverte. Lui, il n'a pas de verrou sur sa porte, donc sa porte peut toujours s'ouvrir. Voilà, c'est... Est-ce que tu... Non. Also ja, dieses Motiv ist etwas, was mir sehr natürlich gekommen ist. Danke. Und ja, eine Tür kann offen, kann verschlossen sein. Und für mich ist es etwas sehr Symbolisches, was von einer Unmöglichkeit erzählt oder aber auch gleichzeitig von einer Hoffnung erzählt. Und für die drei Hauptfiguren des Films ist am Anfang des Films alles möglich, also alle Türen stehen offen, sie sind in ihrer Jugend und nach und nach schließen sich die Türen oder manche Türen. Und das, was ich eben mir gerne vorstelle, ist, dass eine Tür immer halb geschlossen, halb offen ist und immer eine gewisse Hoffnung zulässt und so auch ein Fenster. Und Sie haben richtig bemerkt, es gibt am Anfang diese Hütte der Wilde genannten Frau, die die Möglichkeit der Sexualität, die Möglichkeit der Erotik andeutet oder zeigt. Und dann wird diese Tür geschlossen und als einziges Zeichen der Hoffnung für diese beiden Jungen ist das Licht, das im Fenster brennt. Und das sind, und dann am Ende, genau, wie Sie sagen, am Ende gibt es dann dieses Licht im Fenster des kleinen Mädchens. Und das sind zwei Verwendungen dieses Motivs, die aber sozusagen durch eine Serie von anderen Verwendungen auch verbunden sind. Also Jules zum Beispiel, der dann das Fenster einmal so halb offen lässt, oder diese Nacht, die Jules und Henri zusammen verbringen, als Henri vorschlägt, dass sie nach Rom gehen zusammen, und wo dann auf eine etwas komische Art sie zusammen schlafen und dann einschlafen beim Kerzenlicht, ist auch ein weiteres Motiv, oder dass Jules die Tür bewusst offen lässt. Das stimmt, das sind Motive, die bewusst eingesetzt sind. Ich würde gerne noch an Christelle eine Frage stellen. Also das ist ja jetzt das erste Mal, glaube ich, in diesem Film, dass sie mit Eugène Green zusammengearbeitet hat. Und das wiederholt sich ja dann bei den weiteren Filmen. Ich wüsste gerne, wie es zu der Zusammenarbeit kam überhaupt. Das würde mich interessieren.
Kollaboration s'est initiée. Ja, ich höre hier erstmal auf. Okay. Eh bien, non, je connaissais Eugène, enfin, on s'était connus peut-être 2 années avant, oui, à peu près, au moins, ouais. Pour des essais pour le théâtre. Voilà, c'était au moment où Eugène faisait du théâtre baroque, encore. Et donc, on s'était connus à cette occasion, mais bon, il avait déjà des actrices pour les projets qu'il avait, mais moi, j'ai été initiée à la déclamation baroque, donc voilà, mais... Et j'avais été très, très touchée par ce que j'avais pu voir de tes réalisations, de tes pièces. Et c'est à l'occasion, on faisait un stage après sur Claudel et Maeterlinck. Un stage auquel je participais avec un peu les habitués. Et au cours de ce stage, Eugène nous annonce qu'il a obtenu l'avance sur recette du CNC pour un premier long métrage. Alors je n'étais absolument pas au courant du fait que Eugène écrivait pour le cinéma. Et on a tous sauté de joie. Mais Eugène m'a appelé quelques jours après en me proposant le premier rôle et là je me suis assise et ça a commencé comme ça. Oui, on s'est connus sur les planches de théâtre en fait. Also wir haben uns, Eugène und ich haben uns ungefähr 2 Jahre kennengelernt, also 2 Jahre vor dem von der Arbeit an dem Film kennengelernt. Wir hatten zusammengearbeitet, als Eugène ein barockes Theater oder sein barockes Theater inszeniert hat. Und bei Proben haben wir uns dann kennengelernt. Ich als Schauspielerin wurde durch diese Zusammenarbeit auch erstmals mit der barocken Aussprache vertraut gemacht. Hat mich auch sehr berührt mit Eugène. An diesem Theaterstück zu arbeiten. Dann haben wir irgendwann Proben gemacht für Stücke von Claudel und Maeterlinck. Und während dieser vorbereitenden Arbeit hat Eugène eines Tages uns verraten, dass er eine Förderungszusage bekommen hat vom CNC für diesen Film. Und ich wusste gar nicht, dass Eugène überhaupt Drehbücher fürs Kino schrieb zu der Zeit, und wir sind alle vor Freude, waren vor Freude überglücklich und Freude gesprungen. Und Eugène hat mich dann einige Tage nach dieser ersten Mitteilung angerufen und gesagt, dass er mir die Hauptrolle in dem Film geben möchte. Und so hat dann diese Zusammenarbeit begonnen. Et c'était mon premier rôle. Dans le cinéma. Oui, j'avais fait quelques petites choses, mais très petites. Et pour beaucoup de personnes sur l'équipe, c'était le premier long métrage. Et il y avait une ambiance extraordinaire. Bravo pour le performance. Hein, pour... Es war meine erste Rolle, also erste Hauptrolle im Kino. Ich hatte vorher kleinere Rollen gehabt im Film, aber es war meine erste große Hauptrolle. Und für die meisten von uns im Team, der Filmmannschaft war es das erste Mal, dass man einen Film gedreht hat zusammen, und die Atmosphäre beim Dreh am Set war außergewöhnlich. Das von Ihrer Seite aus noch? Ja, bitte. Okay. You just said that a good part of your inspiration is from... Is it okay, English? vielleicht Deutsch? Ich kann es versuchen. Eugène meinte, dass Inspiration... Oder wenn Englisch für Sie einfacher ist, dann sprechen Sie doch Englisch. Dann. Dass die Arbeit sehr vom Barocktheater inspiriert ist, ja, das hat er gesagt. Ich hätte aber gerne gewusst, ob es vielleicht andere Einflüsse gibt aus dem Film, aus dem Bereich Film, was so das Visuelle angeht,
oder vielleicht auch wie die Darsteller spielen in a restrained way, in a very careful way. Vielleicht gibt es da eine Verbindung zum Bresson. Habe ich jetzt so gedacht. Bon, bref, que oui, une influence, c'est le théâtre baroque, mais est-ce qu'il y a autre influence qui vient du cinéma sur ton propre cinéma? Et oui, il a une ressemblance à Bresson, mais c'est juste une remarque. Ben, d'abord, moi, on lit partout que ce cinéma est influencé par le théâtre baroque, mais pour moi, pas du tout. J'ai fait du théâtre baroque, mais pour moi, l'esthétique même du théâtre baroque, même s'il y a une certaine finalité qui se rejoint dans les deux cas, mais dans le théâtre baroque, tout est basé sur l'artifice assumé, et que dans le théâtre en général, le vrai théâtre, puisque moi j'ai l'impression que le théâtre a quasiment disparu, mais le théâtre, disons, entre les Grecs et le début du XXe siècle, le théâtre est fondé sur ce qui est faux, et c'est par ce qui est faux qu'on arrive à exprimer des vérités, tandis que au cinéma, tout ce qu'on filme, ce sont des choses qu'on considère comme faisant partie de la réalité. Et mon but, c'est de montrer ce qui est caché dans la réalité. Mais dans le théâtre baroque, par exemple, le diction, là, on déclame. Dans le théâtre baroque, ça devient presque du chant. Ça va dans le sens de, s'il y a des personnes qui ont entendu mes lectures cet après-midi, ça va dans ce sens-là, mais c'est poussé beaucoup plus loin. Ça devient vraiment du chant. Tandis que là, je demande au contraire qu'on intériorise, qu'on retienne l'expression extérieure pour que ça résonne intérieurement. Donc ça c'est une chose. La culture baroque en général m'a influencé, mais ça c'est une culture qui a été assimilée, et donc j'essaie de faire par un moyen tout à fait différent qui est le cinéma, ce que l'art baroque faisait par d'autres moyens. L'autre chose, donc, pour les influences du cinéma, je dirais plutôt culture cinématographique, parce que pour moi, influence, par exemple, c'est un terme que je n'aime pas trop, parce que quand on voit des influences, en général, c'est pas réussi. C'est quelque chose, c'est une volonté de faire comme un autre artiste, et ça donne quelque chose de faux. Par contre, la culture, c'est une nourriture qu'on reçoit, une nourriture intellectuelle et spirituelle qui est assimilée, qui est digérée et qui donne la possibilité de créer autre chose. Alors il est évident, bien sûr, que Bresson m'a beaucoup marqué. Je l'ai découvert quand j'avais 19 ans, et j'ai vu donc tous ses films beaucoup de fois. Mais quand j'ai tourné toutes les nuits, donc en 1999, la dernière fois que j'avais vu un film de Bresson, c'était à la sortie de L'Argent en 1983. Donc il y avait 16 ans que je n'avais pas vu un film de Bresson, et que je ne pensais pas à Bresson en écrivant ou en filmant. Mais c'est évident que voilà, que ça, je parle plutôt, moi je préfère parler plutôt d'affinité. Je ressens donc des affinités très fortes avec pas mal de cinéastes, mais disons toujours un peu mes trois phares, c'est Bresson, Antonioni et Ozu. Mais en même temps, il y a des gens qui voient des liens avec le cinéma de Romère, par exemple, que j'aime beaucoup. Moi, je ne vois pas trop de liens directs, mais bon, c'est possible. Et puis, bon, il y a beaucoup de cinéastes aussi que j'admire, mais je ne les vois pas comme des influences, même indirectes.
Genau, also was der Einfluss des barocken Theaters auf mein Kino anbetrifft, also ich würde sagen, dass das barocke Theater mein Kino nicht beeinflusst hat, also auf eine gewisse Art Ästhetik in ihrer Finalität vielleicht schon, aber das Barocktheater ist ein Theater der Künstlichkeit, der sozusagen sehr angenommenen Künstlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass das Theater irgendwo zwischen dem griechischen Theater und dem modernen Theater die Methode angenommen hat, durch ein falsches Spiel Wahrheit auszudrücken. Und sozusagen das barocke Theater wiederum ist ein Theater, das sehr stark deklamiert, das sozusagen die Betonung wirklich ganz extrem setzt. Also diejenigen von Ihnen, die heute bei der Lesung waren, etwas davon hat es, aber das barocke Theater ging noch weiter, es wurde noch stärker deklamiert. Und was ich will, ist eher, dass man diese Innerlichkeit hat, dass man sozusagen über eine Äußerlichkeit zu einer Innerlichkeit vordringt. Und insofern die barocke Kultur insgesamt hat vielleicht auch einen gewissen Einfluss, aber sozusagen die Mittel des Kinos sind andere. Und was Ihre Frage anbetrifft nach dem Einfluss des Kinos, ich würde eher von einer Filmkultur sprechen. Und wenn man einen Einfluss sieht, würde ich sagen, dass es dann nicht gelungen ist, dass der Film nicht gelungen ist, wenn man einen gewissen Einfluss auf den Film sieht. Ich würde eher sprechen von einer Nahrung, einer filmischen Nahrung, die ich erhalten habe, die ich angenommen habe, die ich verdaut habe. Und ja, oft wird natürlich Bresson genannt, wenn man meine Filme sieht. Und das Kino Bressons hat mich auch sehr geprägt. Ich war 19, als ich das Kino von Bresson entdeckt habe. Aber als ich das Drehbuch als wir Toutes les Nuits gedreht haben, es war 1999, und da war es 16 Jahre her, dass ich zuletzt einen Film von Bresson gesehen hatte, L'Argent, als er 1983 rauskam. Ich würde daher eher sprechen von von Affinitäten, nicht vom Einfluss, sondern von Affinitäten und von sozusagen den drei Zentralgestalten, die für mich bedeutend sind, würde ich Bresson, Antonioni und Ozu nennen. Es gibt natürlich noch andere Namen, und oft wird mein Kino auch mit Romère verglichen, was ich sozusagen nicht so sehe, wobei ich Romères Kino mag, aber es ist für mich eher sozusagen dann diese Affinität, die für mich wichtig ist. Merci. Ich würde da gerne anschließen an die Einflüsse. Ob es im aktuellen Kino eine Regisseurin oder einen Regisseur gibt, den die beiden besonders bewundern. Par rapport aux influences, est-ce que dans le cinéma contemporain, il y a des réalisateurs, réalisatrices que vous personnellement vous plaît ou qui a quelque chose dans le cinéma contemporain que vous retrouvez comme affinité très fort? Il y a des réalisateurs que j'aime. Je vais sans doute, je vais ne pas trouver les bons. Mais affinité très forte. Par exemple, j'admire Happy Jack Pong parce que par des moyens, dans un style très différent, mais il y a toujours l'idée de faire ressortir ce qui est caché et d'ordre spirituel dans la réalité. Donc ça, souvent chez les réalisateurs asiatiques, d'ailleurs, je trouve une affinité à travers une autre culture. Chez les réalisateurs européens, j'aime Angele Schanelec en Allemagne. En Italie, il y a Framatini, mais j'aime surtout les Quattro Volte. J'ai moins aimé Il Buco. Et comme il fait un film tous les 10 ans, aussi j'ai vu un moyen métrage de lui qui est très très beau qui s'appelle Alberi, c'est
C'est sur un rite qui se pratique en Calabre où les hommes se transforment en arbres. Et oui, c'est vraiment très beau. Et sinon, je ne sais pas, ça me trouble comme question. J'ai déjà quelques exemples. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y en a sans doute beaucoup d'autres, et là, tout d'un coup, je n'arrive pas à faire mon... Moi, malheureusement, je me suis pas mal éloignée du cinéma. Donc, je ne saurais pas dire... Par contre, j'ai récemment vu le film de Clément Cogitor. Oui, j'étais en train de... Oui, c'est bon, Clément Cogitor, c'est bon, a fait deux longs métrages. Après, c'est des moyens métrages. Oui, voilà. C'est un artiste, pluriel. Il fait beaucoup de choses différentes. Un plasticien aussi. C'est un ami de chaîne, oui, donc oui, l'influence. C'est un très bon ami, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi. Mmh. Voilà, en France, c'est peut-être le cinéaste le plus intéressant et le plus prometteur, enfin de mon point de vue. Oui, oui, c'est très bien. Ja, bei den Einflüssen, also ich würde zum Beispiel Abhijit Pong Veerasethakul nennen, dessen Stil zwar sehr anders ist, aber der trotzdem auch schafft, eine gewisse versteckte Wahrheit in seinem Kino zu erwecken. Und was man überhaupt auch im asiatischen Kino, was ich im asiatischen Kino auch relativ häufig wiederfinde. In Deutschland ist zum Beispiel Angela Schanelek eine Regisseurin, die ich sehr schätze, oder in Italien Michelangelo Frammartino. Der auch einen mittellangen Film gedreht hat, die Alberi, über einen Ritus, bei dem sich Menschen in Bäume verwandeln. Zum Beispiel auch ein Einfluss, und Christelle Pro hat noch ergänzt, dass sie sich vom Kino etwas entfremdet hat, aber das ein Beispiel ihrerseits wäre ein Künstler, auch ein bildender Künstler namens Clément Cogitoire, der eben auch Bildhauer ist und der einige Filme gemacht hat und ja, und der sozusagen auch ein Freund von Eugène ist und den sie auch nennen würde als einen gewissen Einfluss oder etwas aus dem heutigen Kino, was interessant oder wertvoll ist. Je pensais à un autre cinéaste de la génération de Clément Cogitor, c'est en Espagne, c'est Oliver Lache. Aus Spanien, Oliver Lache. Wir müssen ganz dringend zum Ende kommen, ehrlich gesagt. Es werden hier Zeichen gegeben, wir kollidieren sonst mit der Schließzeit oder sind schon drüber. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse. Et un grand merci à vous deux pour le film. Merci beaucoup. Merci à vous.